Weiter geht's in unserem Jurassic Park und hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir wollen heute unseren Park weiterbauen. Und das ist übrigens der Screenshot-Modus. Den könnt ihr mit C erreichen und dann mit G das User Interface ausblenden. Steht aber auch alles hier unten drin. Okay. Dann lasst uns mal weitermachen. Und ich habe mir unsere Velociraptoren nochmal angeguckt. Und die Velociraptoren sind beim Komfort grundsätzlich bei 90%. Aber die haben das Problem, dass sie nur 4% Wasser haben. Also was heißt das Problem? Ah, das ist ein bisschen knapp, ne? Also deswegen will ich hier tatsächlich nochmal, bevor wir hier wirklich weitermachen, bei unseren Velociraptoren nochmal ein bisschen was machen. Hier läuft auch irgendwie so ein, zwei Beutetiere rum. Gott. Oh je. Naja, was soll's. Auch er muss essen. So, jetzt machen wir uns aber erstmal ein bisschen mehr Wasser da rein. In das Ganze. Und dann machen wir das mal ein bisschen kleiner. Und so ein schöner kleiner See. In dem Bereich. Das finde ich ganz schick. Oh, jetzt wird schon das Fahrzeug hier angegriffen. Eieieiei. Ja, okay, gut. Das ist natürlich, nicht, dass er jetzt unser Fahrzeug weiter angreift. Da müssen wir natürlich auf der Hut sein. Diese Ranger-Posten fahren übrigens, ich zeige es euch nochmal, ne, die fahren von hier los und untersuchen im Prinzip immer diesen Posten hier. Untersuchen immer diesen Radius. Das heißt aber auch nicht, dass das automatisch passiert, sondern dass die Daten im Prinzip auf magische Art und Weise, wie bei Planet Zoo, puff, dann bei euch auftauchen. Sondern ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich den Ranger reinschickt, entweder manuell oder wirklich über die Automatikfunktion, so wie wir das hier machen. Und dann sind diese Tiere, die haben auch bei dem Komfort eine Reichweite. Ihr seht das hier. Das Tier hat jetzt eine relativ große Reichweite. Wahrscheinlich ist das Gehege sogar ein Tuck zu klein für ihn. Nee, gar nicht. Es geht nur bis hier vorne. Bis da hinten. Und nur der Komfort in dieser Reichweite vom Tier wird für ihn hier auch mitkalkuliert. Das heißt, es kann sein, wenn er hier hinten in der Ecke steht, dass das Gehege, also dass er das doof findet. Und wenn er hier hinten hingeht, dann sieht es besser aus, weil der Dino einen Wald mag. Ne? Das sind so Sachen, darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. So, dann gucken wir uns mal hier unten rum und lassen das in der Zeit mal langsam weiterlaufen. Ich würde nämlich gerne ein Expeditionszentrum bauen, Expedition machen, aber vorher hat er. Ernsthaft, hast du das Ding gerade angegriffen? Na klar, ein Velociraptor als erstes zu bauen, ist auch total sicher. Oh Gott. Uah. Tja, so lief das damals ab. Na gut, okay, vielleicht suchen wir uns doch was anderes aus. Hier hinten liegt auch noch eine Ziege rum. Naja, gut. Also, wir machen vielleicht nochmal eine weitere Futterstation. Lebendbeute-Futterstation. Könnten vielleicht hier hinten in den Wald nochmal eine setzen. Da hinten hin. Dann haben wir zwei Stück. Dann laufen hier ein paar mehr rum. Okay. Gut. Und opfern wir noch ein paar mehr Ziegen, die wir übrigens dann im Zoo hier gezüchtet haben. Und das sieht auch schon niedlich. Also, sagen von der Grafik her ist schon cool, ne? Okay, gut. Also, lass uns nicht länger schwelgen, wie toll dieses Spiel ist, sondern spielen. Also, wir sollen ein Expeditionszentrum bauen. Und das machen wir auch. Paläomedizinische Anlage, Personalunterkünfte müssen wir erst erforschen. Einmal da bitte. Jetzt ist die Frage, wo wir das bauen. Ich würde es tatsächlich hier hinten mitbauen. Ich würde es gerne tatsächlich nach Möglichkeit hier irgendwo hinsetzen. Guck mal, dass wir das vom Abstand her halbwegs vernünftig machen. Ah, das klappt nicht. Könnten es natürlich auch hier so halb in den Wald setzen. Das ist, glaube ich, für ein Expeditionszentrum auch gar nicht so schlecht, oder? Wir machen das mal halb in den Wald. Ja, finde ich gut. Einmal dahin bitte. Na toll. Jetzt ist der Wald weg. Nein, ich möchte hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen Wald haben.
Das sieht für mich aus nach ganz normalen, nach einem ganz normalen Wald. Oder auch nicht, das ist so ein Palmwald hier, ne? Ich auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Wald pflanzen. So, dann sieht es auf jeden Fall ein bisschen hübscher aus, wenn das hier jetzt nicht zugewuchert ist. So, dann wird das Ding gebaut. Und da setzen wir jetzt auf einmal, da setzen wir jetzt auf jeden Fall unseren Weg ran. Und während das läuft, können wir einmal die Generatoren überprüfen, bitte. Wir sollten die einmal auffüllen. Zack. Dass wir hier auf jeden Fall auch immer genug Energie haben. Jetzt gucken wir mal grundsätzlich, wo haben wir denn überhaupt alles Energie? Hier ist ein Generator für den Bereich und da ist einer. Dann werden wir ihn auch auffüllen. Wir haben noch 200. Einmal bitte voll machen. Und dann haben wir das Thema nämlich Gott sei Dank auch erledigt. Sehr schön. Okay. Was wir übrigens auch machen müssen in Zukunft, sind diese Teams benutzen. Also was heißt in Zukunft? Wahrscheinlich, um dann unter anderem mal Dinosaurier einzufangen und sowas. Aber da kommen wir noch. Da kommen wir noch zu. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall finde ich es immer ein bisschen befremdlich, dass wir mit Velociraptoren starten sollen. Naja. Okay. So, jetzt sind wir im Expeditionszentrum und mit dem Expeditionszentrum kommt ihr in die entsprechende Expeditionskarte. Und jetzt habt ihr hier eine ganze Menge Möglichkeiten, hier Expeditionen euch anzugucken. Das sind natürlich die Expeditionen, die die möglichen Genome euch bringen und euch dann ermöglichen, weitere Forschung zu machen. Forschung, seht ihr, wir sollen das Genom des Triceratops verbessern. Was heißt das? Die Idee ist ja, dass ihr quasi aus alten Eiern oder Bernsteinen ein bisschen Genom habt. Und es reicht aktuell noch nicht, um einen zu züchten. Deswegen muss es verbessert werden. Und das müssen wir eben mit diesen Expeditionen hier machen. Gut, dann lasst uns mal loslegen. Jetzt ist die Frage, wo wir hinwollen bei der Expedition. Parerinosaurus, also wir sollten halt schon einen suchen, der ein Triceratops. Na guck. Jetzt ist die Frage, wen wir da mitnehmen. Wir brauchen viele von den Punkten. Auf jeden Fall Wilkins nehmen wir mit. Und ich denke, Armstrong nehmen wir auch mit. Wir sollten da nicht zu zweit von, wo sie hat. Okay, sie hat keine medizinischen Skills, aber auch ein bisschen Stress. Schnellere Synthese, schnellere Extraktion. Wir nehmen mal die beiden. Ja, das machen wir. Wir brauchen 6 Punkte. Wir haben 8. Passt. Aufgabe starten. Das dauert jetzt eine Minute und dann haben wir das. Der fliegt jetzt weg und in der Minute können wir uns hier um unseren Park weiter kümmern. Und zum Beispiel mal im Kontrollraum mal unsere Parkbewertung angucken. Die ist mit Sicherheit noch nicht allzu groß. Wir haben ja aktuell 13% Anziehungskraft. Läuft das hier weiter? Ach, das ist auch noch ein Pausenmodus. Okay, also. Es gibt eine Saurier-Sichtbarkeitsanzeige. Ich wollte gerade sagen, das ist die hier, ne? Ja, okay. Jetzt will ich aber tatsächlich mal in die Parkbewertung gehen. Also, die Anziehungskraft ist bei 13, bei 13%. Das ist nicht so gut. Wir hatten hier bisher keine Gäste. Vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Ticketverkäufe nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob unser Park schon offen ist. Aber das kommt mit Sicherheit im Laufe der Tutorial-Reihe für Jurassic Park. So. Die Expeditionskarte, das haben wir jetzt. Wir sind auch dabei, hoffentlich Fossilien zu sammeln und dann Genome zu erforschen. Aber die Parkbewertung, na, das gefällt mir noch nicht so gut. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. So, dann machen wir ein bisschen schneller. Und jetzt gucken wir mal, was unsere Velociraptoren machen. Und vor allen Dingen, wie glücklich sie sind. Oh, Leute, guckt euch das an. Komfort 100%, Gesundheit 100%. Sehr schön. Okay, wunderbar. Was es übrigens auch gibt, das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Das ist hier hinten der, ja, so ein bisschen das Verhalten des Tiers, zum Beispiel die Dominanz. Das können wir tatsächlich bei unseren drei Sauriern mal durchgehen. Das wird mich nämlich mal interessieren, wie dominant diese Tiere im Vergleich sind. Wir haben ja einen dabei, der ist aggressiv. Und da würde ich jetzt ja erwarten, dass man das tatsächlich dann hier, dass man das tatsächlich bei uns sieht, diese Aggressivität.
Es hat nur die Frage, wo ist unser wunderbares Tier hin? Einmal da ist eins. Und da unten ist eins. Dann haben wir hier Angriff 60, Dominanz 67. Den hatten wir, glaube ich, gerade. Das ist der, der gerade frisst. Dann haben wir hier einen. Der liegt gerade rum und, ich habe keine Ahnung, schläft. Dominanz auch bei 76. Und dann hatten wir hier hinten noch einen. Der steht hier im Gras. Und der ist bei 108. Ah, Standarddominanz 98. Okay, also er ist auf jeden Fall ein bisschen größer. Und wenn ich wetten würde, würde ich wetten, dass er auch derjenige ist, der den Perk bekommen hat. Okay, alles klar. Gut, dann gucken wir mal nach der Expedition. Die ist nämlich fertig. Da waren wir bereits, oder? Genau, da waren wir bereits. Dann gehen wir mal in die Fossilien rein. Und was haben wir denn da Schönes bekommen? Das ist eine Fliege. Extraktion. Wir haben, also das sind unsere Plätze. Und hier oben seht ihr, wie viel wir haben. Aber ich bin nicht sicher, ob wir diese Fliege nutzen sollten. Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne... Und ich gerne die hier nutzen. Und dann vielleicht noch die Opalfossilien. Da haben wir aber nur 9 von 10. Was ist denn, wenn wir anstatt von ihm zum Beispiel doch eine von den Fliegen mitnehmen und dazu die Opalfossilien? Dann haben wir auf jeden Fall ein paar mehr. Wir brauchen 3. Dann gucken wir mal, dass wir einen Wissenschaftler zuweisen. Dann nehmen wir mal Armstrong. Und dann starten wir mal die Aufgabe und dann hoffen wir mal, dass wir für unseren Triceratops dort ein paar vernünftige Sachen rauskriegen. Das dauert jetzt 2,5 Minuten. Das heißt, wir können die Zeit wieder ein bisschen vorlaufen lassen und werden uns in der Zeit mal mit unserem Besucherpunkt-Hotspot hier kümmern. Also der Park ist offen, aber es ist im Moment einfach, ja, ist einfach keiner da, ne? Okay, gut, damit müssen wir dann im Moment erstmal leben. Was wir uns überlegen könnten, wäre schon mal, wo der zweite Park, wo die zweite Geländesachen hinkommen. Und dann zeige ich euch nochmal, bis wohin wir bauen können. Es gibt auch bei diesen Gehegen, es sollte irgendwo, hier hinten sieht man es, die Grenze von unserem Park so ein bisschen. Ja, da geht's lang, hier hinten geht's lang, hier vorne. Also wir haben ein bisschen Platz tatsächlich. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. Synthetisiere die folgenden Saurier, brüte sie aus und lasse sie frei. Ein Triceratops bereite ein Gehege für den neuen Saurier vor. Genau, da waren wir gerade. Und das war genau das, was ich mir überlegt hatte. Jetzt machen wir mal Pause und gucken mal, wo wir das hinsetzen. Der Triceratops ist ein Pflanzenfresser, also kann ich mir gut vorstellen, dass er sehr weit oder sehr viel Platz braucht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir das wirklich mit denen zusammen machen sollten oder daneben. Ich würde gerne, und jetzt gehen wir mal auf die grundlegende Karte. Also, folgender Plan. Ich möchte gerne die Fleischfresser hier vorne in dem Bereich halten bei uns. Da möchte ich gerne eine Straße haben, die idealerweise hier hinten lang führt und hier hinten zu den Fleischfressern führt. Sodass wir bei den Fleischfressern, zu den Pflanzenfressern führt, sodass wir da ein bisschen länger brauchen, bis wir da sind. Und vor allen Dingen, dass wir unsere Einsatzfahrzeuge hier vorne bei den Fleischfressern direkt vor Ort haben und die auch räumlich ein bisschen getrennt haben. Dann gucken wir uns mal das Gelände hier hinten an und ich würde hier auch gerne halt diesen Wald, man sieht den so ein bisschen, ja, diesen Wald hier im Prinzip jetzt so ein bisschen als natürliche Grenze für unsere Dinos aufbauen, dass man sagt, hey, pass auf, wir können sich die Pflanzen, die Fleischfresser ruhig zerfleischen und hier hinten gucken wir mal, dass wir hier dann unsere Pflanzen besser bauen. Und wenn ich wetten könnte, würde ich sagen, wir kommen nur bis, ja, genau, bis hier vorne hin. Okay, gut, dann
bauen wir unser Gehege. Ja, wir können es tatsächlich hier hinten aufbauen. Eben wie bei Planet Zoo ist es bei den Triceratops oder hier in dem Spiel auch so, dass ihr gewisse Tiere zusammenfassen könnt. Also das ist möglich. Das heißt, wir können mal gucken, dass wir hier ein größeres Gehege bauen und gute Aussichtspunkte machen. Weil ich meine, bei Pflanzenfressern ist es ja wurscht. Ich meine, die fressen halt Pflanzen, keine Tiere. Okay, dann können wir erstmal mit der Synthese anfangen und in der Zeit planen wir da hinten mal unser Gebiet. Ich würde tatsächlich auch, und jetzt gehe ich nochmal in diesen Planungsmodus, die Straßen kann man hier leider nicht sehen. Vielleicht kann ich tatsächlich mit Ü, nee, ich kann die Filter zwar wechseln, aber mehr gibt es nicht. Na, das bringt mir jetzt auch nichts. Also, ich würde gerne die Besucherstraße hier lang führen, in diesem Bereich. Dass wir hier auch eine entsprechende Auslastung haben. Und die normalen Straßen würde ich hier lang führen. Dass wir quasi einen Bereich machen, hier hinten lang mit den Fahrzeugen hier. Und hier hinten in diesem Bereich geht es mit den Besuchern lang. Deswegen möchte ich eigentlich auch gerne eine weitere Besucherstraße dann bauen, die dann hier lang geht. Aber das kriegen wir noch alles hin. So ist zumindest der grundlegende Plan. Okay, wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Übrigens, wenn ihr gerne mal Zoo-Action sehen wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich auch gerne mal ein Planet Zoo-Stream machen. Okay. Dann synthetisieren wir erstmal die Triceratops, wobei... Naja, Moment, also synthetisieren können wir sie ja, ausbrüten sollten wir sie dann woanders. Oder wir machen gleich eine zweite Brutstätte. Wir haben noch 15 Millionen. Wie viel kostet eine Brutstätte? Kostet denn eine Brutstätte? Vielleicht sollten wir eine pro Gehege machen. 250.000. Ja, wir machen das so. Wir machen eine pro Gehege. Das ist mir ansonsten echt ein bisschen zu heikel. Ja. Okay, dann fangen wir erst mit den Parkanlagen an. Jetzt habe ich so viel gesabbelt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wir machen die Folge ein paar Minuten länger. Wir gehen erstmal mit der Straße hier lang. Einmal bitte. Na, wir könnten vielleicht auch schon leicht nach schräg oben gehen. In die Richtung. Und jetzt bitte da durch den Wald. So, dann können wir eigentlich die Straße hier hinten schon mal vervollständigen. Ist das jetzt schief? Ne, Gott sei Dank nicht. Okay, herzlichen Glückwunsch. Der Strategie nur 30 Grad den Wald ab. Naja. So, dann können wir gucken, dass wir auch hier schon wieder rumkommen. Vielleicht idealerweise nicht durch den Wald da lang. Bei der Straße gibt es übrigens so eine Snap-Funktion. Die ist auch ganz praktisch. Und einmal dahin. Okay, das sieht doch schon gut aus. Wunderbar. Dann werden wir ein Gehege planen und ich würde das tatsächlich gerne hier inklusive diesen kleinen Teichs machen, dass wir hier wirklich versuchen, die natürliche Umgebung von dieser Insel bestmöglich zu benutzen. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob wir vielleicht sogar mal auf die teuren Zäune Wert legen sollten, Sicherheitsstufe 5. Die Frage ist halt, ob wir, ja, wie viel kosten die denn? 5.000 und so ein Element kostet 12. Wow. Das ist, boah. Okay, dann werden wir es vielleicht in Zukunft aufrüsten und dann bleiben wir durchaus doch erstmal beim Strom. Das ist natürlich, boah, das ist krass. So, jetzt machen wir erstmal einen Ranger-Tor. Das setzen wir... Ah, das würde ich schon hier hinsetzen. Machen das mal dahin. Ein bisschen weiter weg. Ich möchte gerne hier vorne nämlich noch ein paar Bäume pflanzen. Dann werden wir in Richtung des Ranger-Tors eine Straße bauen. So.
Und dann auf jeden Fall hier vorne gleich Bäume pflanzen. So, dann machen wir das Gehege erstmal weiter. Und ich plane dieses Gehege jetzt durchaus, also erstmal grundsätzlich rechteckig. Aber meine Idee ist tatsächlich, dass wir, jetzt hoffe ich, dass ich hier an diesem Ding vorbeikomme. Jawohl. Ja, das sollte aber gehen. Dass wir hier durchaus bei den Dinos mehrere Pflanzenfresser gleichzeitig reinbringen. Ich meine, das sind ja Pflanzenfresser, ne? Sollte hoffentlich kein Problem sein. So, einmal weiter die Zäune bitte. Jetzt vermutlich bis da. Und einmal daran. Sehr gut. Das sieht natürlich jetzt irgendwie ein bisschen schief aus. Naja, also. So, dann machen wir hier weiter. Und Moment, bevor wir hier vorne bauen, habe ich natürlich einen wichtigen Teil vergessen. Hier will ich gerne, ähnlich wie hier, dass also die Brutstätte rein haben. Das finde ich nämlich echt eine schöne Sache, dass sie da die Brutstätten direkt an an den Gehegen dran haben. Das würde ich hier gerne auch wieder so machen. Eine Brutstätte bitte. Ja, das ist gut. Da sind die Zaunanschlüsse, das sind diese gestrichelten Linien. Einmal dahin. Dann machen wir einmal die Zäune wieder ran, bitte. Einmal da. Und einmal nach da. Sehr gut. Dann brauchen wir hier hinten einen Generator. Ich freue mich übrigens, wenn wir hier während des Let's Plays mehrere Generatoren erforschen und setzen diesen einmal dahin. So, dann brauchen wir noch eine Straße hier hinten hin. Dann werden wir auch erstmal ein bisschen weiter bauen. Aber versuchen wir, dass wir das so halbwegs gerade hinkriegen. Und einmal daran bitte. So. Sehr schön. Jetzt wird das Ganze hier gebaut. Und wie es hinterher mit den Gehegen aussieht, das sehen wir dann natürlich, wenn wir das Ganze gemacht haben. Was wir hier schon mal machen können, ist tatsächlich ein Posten reinsetzen hier in die Mitte. Da können sie dann auch schon mal hinfahren. Und die Aufgabe weisen wir denen gleich zu. So, also jetzt machen wir den Triceratops und werden einen Saurier synthetisieren. Das ist einmal er, 52% hat er. Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen einen Sechser vielleicht. Ja, wir brauchen so und so zwei. Dann nehmen wir Armstrong und Papa Costa. Los geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen und hier ein paar überlebensfähige Eier synthetisieren können. Denn ja, so ein Triceratops, das hätte doch bestimmt was. So, Synthese abgeschlossen. Und? Okay, also wir haben ein gutes Ei. Jetzt ist natürlich, naja, schwach ist bei den Dinosauriern, weiß ich nicht, aggressiv. Okay, das lassen wir mal weg. Er ist sanftmütig, greift die Ranger-Teams an. Populationsbedürfnis, Dominanz, den finde ich gut. Sozial und schwach. Nur schwach, wir nehmen mal vier Stück. 1,4 Millionen. Wahnsinn. Die sind überlastet, wir brauchen sechs Health-Punkte. Dann nehmen wir die beiden mal. Da sind wir bei sechs. Sie sollte sich erstmal ein bisschen ausruhen. Okay. Dann synthetisiert bitte mal. Das dauert jetzt 1,5 Minuten. Denn derzeit suchen wir uns mal einen schönen Ort aus, um hier wirklich auch mal etwas anzugucken. Und da bin ich mir halt echt nicht sicher. Wir könnten das hier hinsetzen. Könnten das zum Beispiel da hinsetzen. Aber am Ende des Tages ist das Gehege einfach sehr groß, ne? Oder wir machen es hier oben. Ja, also ich würde tatsächlich auch, na, vielleicht sogar zwei bauen. Ja, wir machen hier zwei. Wir werden da vorne erstmal ein bisschen Wald sogar entfernen, damit wir hier einfach mal ein bisschen besser gucken können. Und dann werden wir den normalen Wald hier hinpflanzen. An dem Punkt nach draußen, damit das hier mal so ein bisschen
das hier mal so ein bisschen eingemauert aussieht. Hier auch. Man muss diese Generatoren, die muss man jetzt echt nicht sehen. So, hier diese Gebäude auch. Da machen wir hinten auch mal ein bisschen Wald hin. Auch mal vernünftiger Wald drum. So. Da auch. Da kostet alles Geld. Sieht aber auch besser aus dann. So. Na bitte, das sieht doch schon mal von hier aus dann doch schon mal besser aus, oder? Wenn man diese ganzen... Wenn man diese ganzen Sachen nicht sieht. Okay, gut. Dann werden wir jetzt das Gebäude dazu platzieren. Einmal dich. Ich würde tatsächlich... Wir machen tatsächlich mehrere. Ich finde die Position hier hinten eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Einmal da bitte. Und wir wollten ja so und so noch weiter einen Weg führen, weil wir ja hinten auch hin wollen. Das können wir auch gleich mal durchplanen, dass wir hier eng an dem Gehege lang kommen, dass wir die Möglichkeit hätten, auch nochmal ein weiteres zu bauen. Das sieht aber auch schief aus hier. Gehen wir etwas leicht in die Richtung. Jetzt einmal schräg dahin. Ich würde gerne vernünftige Kurven bauen. So. Da bleiben wir erstmal. Und dann kriegen wir hier bitte einen Straßenanschluss. Okay, sehr schön. Wunderbar. Dann werden wir den Rangern eine weitere Aufgabe geben. Wir haben das Ranger Team 1. Es gibt, glaube ich, Ranger Team 1 und 2. Aufgabe hinzufügen. Ihr bekommt bitte... einmal den Ranger-Posten ebenfalls. Okay, gut. Dann werden sie auch dahin fahren. Wir können auch hier bitte einmal den Treibstoff auffüllen. Treibstoff und Nahrung. Das ist übrigens eine Sache, da müsst ihr auch immer drauf achten. Ne? Das ist nämlich immer wieder dieses Thema... haben unsere Dinos genug zu essen? Kriegen sie genug? Oder geht es ihnen gut? Oder sowas. Da muss man immer darauf achten, dass sie hier wirklich auch keine Probleme haben. Also es ist echt... Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein tolles Spiel. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das werden wir heute Abend sehen. Wenn ihr Lust habt im Livestream, die Sandbox-Funktion könnte man vielleicht ein bisschen verbessern. So, okay, also. Dann haben wir unsere Tiere hier drin. Jetzt überlegen wir mal. Wir haben Wasser. Natürliches Wasser. Da kommen die eigentlich auch nicht raus. So, dann haben wir hier Pflanzen. Und ob das die richtigen sind, das sehen wir. Wir haben hier einen Beobachtungsposten. Da sollte man die Dinos eigentlich gut sehen können von hier aus. Ja, im schlimmsten Fall machen wir da drüben nochmal einen hin. Dann würde ich sagen, lassen wir die beiden oder die vier mal frei, oder? Saurier freilassen. Auf geht's. Möchte ich sicherstellen, dass wir den Grund für unseren Aufenthalt auf dieser Insel nicht aus den Augen verlieren. Die Saurier. Wir haben sie erschaffen und nun sind sie auf unsere Hilfe angewiesen. Dies ist unsere Verantwortung und die dürfen wir nicht unterschätzen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass es unseren Sauriern so gut geht wie irgend möglich. Ja, das werden wir machen. Sorge dafür, dass deine Saurier eine durchschnittliche Komfortbewertung von 80% haben. Das ist wieder das gleiche Thema hier vorne. Und grundsätzlich seht ihr hier, wir haben einen fehlenden gemahlenen Faserstoff. Also ihr könnt hier vorne reingehen und dann seht ihr bei dem Dino, in welchem Bereich er das untersucht. Wir können uns mal ihn hier angucken. Na, das ist dieser Bereich hier. Und er braucht mehr Wald und gemahlenen Faserstoff. Das können wir wahrscheinlich... zusammenfassen,
in diesem Bereich machen wir ein bisschen gemahlenen Faserstoffwald. Es gibt hier nämlich verschiedene Wald- und Faserarten. Da müsst ihr auch drauf achten, wenn ihr das baut. Ihr seht das hier, was dieser Wald bietet. Wald, Blatt- und Faserpflanzen. Und hier gibt es was vom gemahlenen Faserstoff. Ja. Und dann schauen wir mal. Gemahlenes Blatt, gemahlener Faserstoff. Großer Faserstoff gemahlen. Gemahlener Faserstoff. Ah, das ist nur Bodenbewuchs. Da können wir aber trotzdem hier so ein bisschen Bodenbewuchs hinmachen. Und im Hintergrund machen wir gemahlener und großer Faserstoff einfach mal hier als kleinen Wald hin. So. Gucken wir mal, was sie jetzt sagen. Immer noch fehlender Wald. Ja, es wird schon besser. Ich denke, spätestens, wenn die hier hinlaufen, dann sehen sie den Wald und dann wird es wahrscheinlich ein Tuck besser. Aber ja, wir sollten wahrscheinlich noch ein bisschen Wald pflanzen hier, damit die sich hier ein bisschen verstecken können. Ah, wir machen mal hier vorne am Wasser ein bisschen Wald lang. So. Jetzt ist er bei, oh, 100%. Jawohl, sehr schön. Faserstoff hat er, Wald hat er. Sehr schön. Wunderbar. Übrigens, die Uhr hier zeigt nicht, wie viel Zeit ihr noch habt. Dr. Wu und Dr. Hammond wollen, dass wir die Artenvielfalt im Park erhöhen und dann ein Fahrgeschäft bauen, von dem aus man die Tiere sehen kann. Es soll etwas Beeindruckendes sein. Genau. So, erhöhe die Gesamtanzahl der Saugerspezies auf 4. Das würde ich tatsächlich, deswegen habe ich extra dieses Gehege hier gebaut, das würde ich tatsächlich gerne hier reinbauen. Und dazu lassen wir das mal weiterlaufen und dann gehen wir mal in unseren Expeditionsposten. Und dann können wir mal schauen, dass wir tatsächlich, was gibt es hier, Fossilien ansehen. Das machen wir gleich. Ich würde tatsächlich vorher jetzt erstmal ins Expeditionszentrum gehen, dass wir uns hier mehr Saurier holen. Also, dann gehen wir einmal auf die Expeditionskarte. Wir bleiben mal hier vorne. 42%, 32%. Das sind alles Pflanzenfresser. Ja. Diphyllosaurus, das sind Fleischfresser. Triceratops. Struthiomimus. Ja, fliegen wir da mal hin. Wir brauchen eins, dann schicken wir mal Ibanez. Schicken wir da mal hin. Oder Wilkins. Wilkins kann das auch machen. Ach komm, nein, wir schicken Ibanez hin. Und dann geht's los. So, auf geht's. Der kann sich das mal angucken. Und dann sind wir hier unterwegs. Und das war der, jetzt müssen wir mal zusammen hier mal reingucken, der Struthiosaurus. Also Saurier-Genome. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon gefunden haben. Carnotaurus, das ist ein Vorgänger vom T-Rex. Stegosaurus, Triceratops, Velociraptor. Das könnte man auch bauen, aber ja, müssen wir mal schauen. Mal gucken, was der neue für einer ist. Jetzt gehen wir nochmal hier hin zu unseren Triceratops. Und schauen erstmal bei den Infos. Ein gepanzerter Pflanzenfresser. Vorlieben bei der Kohybertation. Compsognathus Ankylosaurus mag nicht Fleischfresser. Müssen wir mal gucken. Also Fleischfresser ist klar. Stegosaurid mag er nicht. Und Ceratopside mag er auch nicht. Dann hoffen wir mal, dass wir die hier bekommen, denn wir wollen ja hier auch ein Gehege bauen, was unseren Dinos langfristig natürlich gefällt. Definitiv. Okay, ihr Lieben, wenn ihr einer von diesen wunderbaren Dinosauriern sein wollt, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare. Und jetzt machen wir als Abschluss mal ein wunderbares Bild von unseren neuen Triceratops. Und das, ihr Lieben, ist unser Jurassic Park. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.